Sie sind heute die Hauptdarsteller. Die Esel Winnie Pooh, Kasimir, Hugo und Moritz. Sie begleiten eine Gruppe Pilger auf dem Weg rund durch den Spessart. Ursula Silber bietet mehrmals im Jahr Eselpilgertage an. Die Idee ist länger in der Referentin gereift. Quer durch den Spessart hier von Schlüchter nach Großheubach führt der Eselsweg. Das ist ein historischer Salzweg und wir sind da ganz oft zu Fuß unterwegs gewesen. Und ich hatte immer die Idee, irgendwann laufen wir mal hier mit Eseln. Und dann hat sich das angeboten, dass wir immer an den Eseln an der Schellenmühle auch vorbeigefahren sind. Und irgendwann haben wir uns nochmal getraut zu fragen, ob wir nicht so ein Projekt machen könnten mit Eselwandern, Eselpilgern. Einfach Spaziergang mit Eseln, mit Impulsen aus der Bibel und zur Spiritualität. Und es klappt seitdem so gut auch. Das Konzept geht auf. Die Tour ist ausgebucht. Erstmal geht es bergauf bis zur ersten Station. Die erste Etappe ist geschafft, die erste Station ist erreicht, die ersten verlockenden Grashalme waren schon unterwegs und die ersten Erfahrungen, dass es manchmal auch ein bisschen Geduld, Fantasie und auch Kraft braucht, mit dem Esel zu gehen. Insgesamt gibt es 5 Stationen auf dem Weg. Jede behandelt eine andere Geschichte aus der Bibel, in der ein Esel vorkommt. Wir haben natürlich nur eine kleine Auswahl der vielen Geschichten, in denen Esel vorkommen in der Bibel. Die erste Geschichte, über die wir reden, ist der Prophet Biliam aus dem Buch Numeri, der seine Eselin schlägt, weil sie nämlich mehr sehen kann als er. Und die Eselin fängt dann an, mit ihm zu reden. Das ist, glaube ich, das einzige sprechende Tier in der Bibel. Genau. Und Biliam, da ist auch das Thema Segen und Fluch. Also versuchen nicht zu fluchen, sondern Menschen zu segnen. Damit das den Teilnehmern auch gelingt, gibt es gleich mal eine Hilfe. Wen Sie am liebsten auf den Mond wünschen oder wem Sie irgendwas an den Hals wünschen möchten. Und dann überlegen Sie mal, ob Sie es schaffen, dem zu wünschen, dieser Person zu wünschen, es soll dir gut gehen. Mach deinen Weg. Die Segensbändchen sind also nicht für die Teilnehmer selbst, sondern für jemanden, dem sie etwas Böses wünschen. Für die Teilnehmer gibt es verschiedene Motivationen mitzugehen. Ich habe mich angemeldet mit meiner Freundin, weil ich habe es in der Zeitung gelesen und das Thema hat uns total gut gefallen, weil wir machen zusammen Familiengottesdienste und es sind genau unsere Themen, was wir mit den Kindern auch gemacht hatten. Wir haben bei uns in Seligenstadt zur Fastenzeit ganz viele Aktionen zum Thema Esel gehabt, weil der Esel ein Friedenstier ist. Und heute ist sozusagen der Abschluss. Ich wollte mal in der Heimat mit einem Esel gehen. Ich kenne den Esel schon seit mehr als 30 Jahren aus Entwicklungsländern. Dort ist ja ein ganz wichtiges Transporttier. Und da habe ich das immer nur gesehen. Jetzt wollte ich einfach mal das Gefühl haben, selbst mit einem Esel ein Stückchen zu gehen. Das habe ich jetzt schon gemacht und bin restlos begeistert. Damit ist er nicht der Einzige. Total schön auf jeden Fall. Ja, ist auch spannend, so einen Esel mal zu führen. Die sind ja doch sehr eigensinnig, haben total viel Kraft. Und ja, es hat auch so was Meditatives. Ja, also so einfach mal zur Ruhe kommen, runterfahren und draußen zu sein, so ein Tier zu führen. Bis jetzt fand ich die Eselwanderung sehr schön. Es war toll, mit den Eseln zu laufen. Und was so schön ist, die Esel entschleunigen das Leben. Und natürlich haben die einen eigenen Kopf. Man muss halt gucken, wie man mit ihnen zurechtkommt. In der Bibel sind die Esel nicht immer so stur wie auf der Wanderung. Meistens sind sie aber auch nur Nebendarsteller. So wie in der Krippe bei Maria und Josef an Weihnachten. Und dabei wird der Esel in der Bibel auch nicht mal namentlich erwähnt. Er taucht erst später auf. Auch da liegt ja das Gewicht eigentlich nicht auf Ochs und Esel, sondern auf dem Geschehen an sich. Aber die Versinnbildlichung durch den Esel in Zusammenhang mit der Geburt von Christus und das äußere Geschehen zu verbinden. Das ist für die Teilnehmer auch oft sehr spannend und für uns ist es sehr bereichernd zu erleben, wie die Teilnehmer reagieren. Die aber wohl bekannteste Bibelstelle mit einem Esel ist der Einzug nach Jerusalem. Jesus ritt damals auf einem solchen Lasttier in die Stadt. Daraus hat sich eine spannende Legende abgeleitet. Und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Viele Esel, die weiß sind oder grau, die haben am Nacken wie ein schwarzes Kreuz, also den schwarzen Altstrich, der über den Rücken läuft und dann geht quer noch über die Schulter ein schwarzer Strich. Und wenn man das von oben anguckt, sieht es aus wie ein Kreuz. Und die Legende sagt, weil ein Esel Jesus beim Einzug nach Jerusalem getragen hat, hin zu seinem Leiden und
zu seinem Tod am Kreuz. Deswegen tragen jetzt alle Esel das Zeichen des Kreuzes auf ihrem Rücken als Ehrenzeichen, weil sie den Herrn tragen durften. Für die Teilnehmer ist eins am Ende des Esel-Pilgertags ganz klar. Der Esel ist wirklich kein dummes Tier.